Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spider-Man Remastered. So, Moment, hier oben habe ich gerade noch irgendein paar Kollegen gesehen. Oh, verdammt, ich hasse es, wenn sie auf der Lauer liegen. Spider-Man, hallo. Ich muss diese Nummer wechseln. Verflixt. Ich werde dich und deine Todesgruppe vermissen. Meine Agents werden leider bleiben. Ich stelle unsere Arbeit in Frage, sie nicht. Und Osborn zahlt weiterhin. Das tut mir leid. Das sind ja fast gute Neuigkeiten. Allerdings, ich werde dich und deinen bizarren Humor vermissen, Spider-Man. Bis zum nächsten Mal. Was für eine seltsame, brutale Dame. Komm schon, diese fliegenden Viecher sind. Echt nervig. Okay, die sind zumindest weg. Ich bin fast geschmeichelt, dass Sables Top-Leute hinter mir her sind. Fast. Eigentlich wollte ich noch eine Nebenmission machen, weil ich sehe gerade, dass es hier noch eine Nebenmission gibt. Deswegen würde ich vielleicht sogar hier nochmal schnell hingehen und schauen, was das ist, nachdem ich die Typen hier platt gemacht habe. Ich hol dich runter. Hä? Fällt ein Angriff auf mich schon unter Schuldunfähigkeit? Okay, sehr gut. Mal schauen, was hier unten los Spider-Man. Ist. Ja, ja, ich bin da, alles gut. Spider-Man, es gibt noch viel mehr vermisste Studenten. Heute fand kein Treffen im Debattierclub statt. Alle sind auf einmal verschwunden. Ein koordinierter Angriff. Die Sache eskaliert. Wo war Ihr letzter Aufenthaltsort? Ihr Präsident Harold ist auf einem Touristen-Fotostream zu sehen. Die Brooklyn Bridge ist definitiv auf dem Foto. Okay, wo finde ich die Brooklyn Bridge? Manhattan Bridge? Brooklyn Bridge, also, das ist südöstlich der Universität. Also dahin irgendwo. Okay. Dann wollen wir uns mal dahin schwingen. Die Brooklyn Bridge liegt am südöstlichen Ende der Insel. Ja, ja, ich weiß, kriege ich schon hin. Das ist definitiv die Brooklyn Bridge im Hintergrund. Wir haben ja nur noch 800 Meter, aber eigentlich wollte ich der Hauptmission folgen, aber das werden wir heute, denke ich mal, auch noch machen. Aber erstmal müssen wir hier zurück. Also Saber hat sich zurückgezogen, hat uns sogar gedankt, aber leider bleiben ihre Agents bleiben leider in der Stadt. Schwere Unruhen nähe Brooklyn Bridge. Brauche Verstärkung. Oh oh, ich beeil mich lieber. So. Okay, also. So, hier unten ist ja schon mal was. Der Laster verliert Benzin. Wenn er explodiert, geht das ganze Viertel hoch. Sobald sie den Laster treffen, schlägt es Funken. Gute Nacht. So. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch in die Luft zu jagen? Eiskalte! Mach das doch mal! Der Tank hält nicht mehr lange durch. Die Musik in der Finsternis. Ich werde dich töten! Okay, okay, okay. So, oh, 5 Sekunden nur noch. Boah, habe ich das gerade nur so geschafft oder was? Falls ihr unsicher seid, entzündbar und entzündlich ist dasselbe. Ey, das war ja auf der letzten Sekunde jetzt hier, ne? Das war wirklich auf der letzten Sekunde, Wahnsinn. Danke. Ich wusste, dass es falsch war. Aber
Ich konnte nicht aufhören. Klingt nach einem typischen College-Studenten. Es ist alles in Ordnung. Okay, jede Menge Diskussionsstoff. Das haben wir geschafft. Dann können wir uns ja jetzt zum Labor zurückbegeben. Und bevor wir dann die DLCs vielleicht machen, wenn wir die Hauptstory durch haben, machen wir vielleicht noch so ein paar Nebenaufgaben. Muss ich mal schauen. So. Sehr gut, weit haben wir es denn noch? Ich weiß aber auch gar nicht, was uns da erwartet, ne? Auf jeden Fall sind hier Haufen so eine Typen noch, ja, die eigentlich ausgeschaltet werden müssen. Aber wir müssen uns jetzt erst eigentlich um Dr. Octavius kümmern. Die Cops sind in einer üblen Lage. Ich muss helfen. Hi, ich bin der Bewährungshelfer. Ihr macht das falsch. Ah, das wirst du mir büßen. Das ist die Spinne. Okay, wo haben wir noch einen? Hat den Typen edel gemacht. Aber ich euch auch nicht, deswegen schalte ich euch jetzt aus. Die Cops und ich waren nie beste Freunde, aber ich sehe sie ungern so unter Beschuss. Alle Einheiten, Häftlinge in gestohlenen Fahrzeugen schießen auf Zivilisten. Im West Village wurde ein Vorfall gemeldet. Okay. Das müsste ja dann eigentlich hier sein. Hey, Papiere bitte! Wir gehen da nicht wieder rein! Doch, ihr geht da wieder rein. Aber sowas von. So, den haben wir und ein Auto. Ein Auto ist noch. Rikers Insassen sind wie Taxis. So. Wenn man eins braucht, findet man keins. Und wenn nicht, sind sie überall. Okay, das ging schnell. Eins steht fest, die sind noch nicht reif fürs bürgerliche Leben. Das ging relativ schnell, muss ich sagen. Okay, wir haben nur noch 200 Meter, dann sind wir da. Wir sollen ja, glaube ich, zum Labor, ne? Achtung, Einheiten. 1043. Polizeiwagen wird angegriffen. Brauchen sofort Einheiten in... Ach, Mann. Over. Mich berührt die tiefe Zuneigung. Peter, ich bin bei dir. Das ist schlimm. Das Antiserum muss innerhalb einer Stunde hier sein. Und wenn das nicht geht... Lass euch nicht von ihm verrückt machen! Wie schmeckt dir das? Hab den Typen ledig gemacht. So. Heul um, wie die fliegen! Streck doch an! Leute! Alle auseinander! So kriegt ihr euch nicht! Bleib hier! Die gesamte Truppe. Irgendwie süß, dass sie ihre Freunde retten wollen. Aber... Okay, einmal ab zum Labor. Warnung, dies ist deine letzte Chance, Ausrüstung und Fähigkeiten vor dem Ende der Story aufzurüsten. Okay. Das heißt, großes Finale heute? Na, müssen wir mal sehen. Ich habe ja alle Fähigkeiten komplett ausgerüstet. Wir schaffen das Unmögliche, Doc. Aber ich muss es zerstören. Mit einer kleinen Eigenkreation. Okay, Peter. Bau irgendwas.
Oh yeah. Geiler Anzug. Und Dr. Octavius wurde gesichtet. Ich denke mal am Oscorp-Tower vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Ja. War ja eigentlich klar. Wir uns mit Live-Bildern von Bürgermeister Osborn. Gefangen auf dem Dach des Oscorp-Tower. Soll ich etwa betteln? Das wird nicht passieren. Die Welt wird die Wahrheit erfahren, bevor sie dich vom Gehsteig kratzen. Sag ihnen, was du getan hast. Ich... niemals. Alles, was du hast, gründet sich auf Lügen. Lügen! Du nahmst mir meine Firma, meine Ideen. Jetzt die Wahrheit. Die Wahrheit. Okay. Die Wahrheit ist, deine einzige erfolgreiche Arbeit war die mit mir. Die Wahrheit ist, du hast nie akzeptiert, dass ich besser bin als du. Du bist ein Versager, Otto. Und wirst es immer sein. Geben Sie mir das Antiserum. Otto, Sie haben Ihr ganzes Leben den Menschen geholfen. Bitte. Du kämpfst gegen den Falschen. Aber wie du meinst. Wir haben nicht viel Zeit. Bitte! Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Taten büßt. Tja, Otto. Ich muss dich da leider aber dran hindern. Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Na, genug gespielt! Okay, jetzt geht's nur noch nach oben. Na, großartig. Beeilung! Oh shit. Komm schon. Mensch, Peter. Schwing dich doch hier dran. Otto muss auf jeden Fall hier runter. Menschen sterben! Sie brauchen das Antiserum jetzt! Ich heile die Stadt, nachdem Osborn erledigt ist! Es tut mir leid, Otto. Ich werde die Stadt retten! Dann tun wir, was immer Sie wollen! Ich weiß bereits! Geben Sie mir das Antiserum! Ich verspreche, Osborn wird angeklagt! Lügner! Genau wie Osborn!
nichts als Lügen! Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, was ist das jetzt? Was ist mit dem Mann passiert, der Menschen helfen wollte? Der Schwächling? Der Loser? Er ist weg! Was ist das denn jetzt für ein Bug hier? Ich bin jetzt unterm Gebäude. Doktor, Sie sind nicht bei Verstand! Im Gegenteil! Ich habe endlich Klarheit! Was ist das denn jetzt für ein Bug hier? Ich komme nicht mehr raus aus dem Gebäude. So ein Mist. Bitte! Mit jeder Sekunde im... Das gibt's nicht. Wir haben nicht viel Zeit! Bitte! Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Taten büßt! Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Tja. Genug gespielt! Ach Mann, ich weiß, ich muss den ganzen Mist nochmal machen. Beeilung! Okay. Menschen sterben! Sie brauchen das Antiserum jetzt! Ich heile die Stadt, nachdem Osborn erledigt ist! Das sagst du, Otto. Geben Sie mir das Antiserum! Ich verspreche, Osborn wird angeklagt! Lügner! Genau wie Osborn! Nichts als Lügen! Schluss damit! Schon wieder. Shit. Okay, also. Die neurale Schnittstelle an seinem Hals ist raus. Wie enttäuschend. Oh oh. Parker. Sie wussten es? Ich wollte sie warnen. Aber sie hörten mir nicht zu. Sie wussten es. Du wirst nicht siegen. Das bedeutet mir zu viel. Sicher nicht mehr. Halt's mir! Oh mein Gott. Bricht der ganze Oscorp Tower zusammen. Komm schon, finale Kampf, ne? Keine Netz. Sehen Sie nicht, wie viel Leid Sie verursachen! Das verstehst du nicht! Du hast nie so gelitten wie ich! Du solltest mir helfen! Hab mich! Ich hab dich immer geholfen, Doc. Bitte! Denken Sie daran, wer Sie waren! Dieser Mann ist tot. Du kannst mich nicht retten, Peter. Dann müssen Sie sich wohl selbst retten. Sie waren mein Held.
Okay. Sie waren so wichtig für mich! Ich hasse es, dass sie mich dazu bringen! Wir wollten die Welt verändern! Sie sehen müde aus, Parker. Nicht müde! Nur verletzt. Ach, Doc, okay, ich hoffe doch, du wirst wieder normal. Otto! Wenn man die Welt verändern will, muss man bereit sein, auch die härtesten Entscheidungen zu treffen. Das ist wirklich wahr! Nein! Nein! Das Antiserum! Mann, Dr. Octavius, warum musste es so enden? Warum musste es so enden? Peter, Sie waren wie ein Sohn für mich. Ich hätte wissen müssen, dass Sie sich auch gegen mich stellen, so wie alle anderen. Gegen? Gegen? Ich habe Sie angebetet, Ihren Geist, Ihr Bestreben, anderen zu helfen. Und wie sie nie aufgaben. Weil Menschen wie wir eine Pflicht haben. Eine Verantwortung. Unsere Talente für andere zu nutzen. Auch wenn diese es nicht schätzen. Wir müssen für die sorgen, die unter uns stehen. Ob sie es begreifen oder nicht. Nein, das ist falsch! Sie sind das, was ich immer sein wollte! Und sie haben alles weggeworfen! Ja, natürlich. Sie haben recht, Peter. Das ist mir jetzt klar. Die neurale Schnittstelle beeinflusste mich. Aber das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Zusammen. Wenn sie mir helfen. Ich werde tun, was ich kann. Ich sorge für die beste Hilfe. Nein! Wenn Sie mich einsperren, nehmen Sie mir meine Arme! Dann bin ich in diesem nutzlosen Körper gefangen! Bitte, Peter. Das war nicht ich. Sie haben gesagt, Sie lassen mich nicht im Stich. Niemals. Wissen Sie noch? Und natürlich, keine Sorge. Ihr Geheimnis ist sicher bei mir. Tun Sie, was Sie für richtig halten, Doc. Mehr kann niemand von uns tun. Peter? Auch wenn es unendlich wehtut. Peter, wo wollen Sie hin? Peter? Peter! Noch verwendbar. Aber wir brauchen die gesamte Probe, um mehr zu produzieren. Wie lange dauert das? Stunden. Vielleicht einen Tag. Und wenn wir jetzt damit jemanden heilen? Dann bleibt nicht genug für die anderen.
Ich lass dich kurz allein. Es wird alles wieder gut, Ma'am. Ich habe das Gegenmittel hier. Nimm deine Maske ab. Ich würde gern meinen Neffen sehen. Du weißt es? Schon eine ganze Weile. Ich wollte nicht, dass du dich sorgst. Das tat ich. Und ich bin so stolz auf dich. Und Ben wäre es auch. All die Leute, die du gerettet hast. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, das weißt du. Und unsere Tante ist gestorben. Und alle anderen dürfen wahrscheinlich leben. Oh Mann, was für ein trauriges Ende von dem Spiel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und sie haben es geschafft, sie haben ein Antiserum hergestellt. Für alle anderen Menschen. Ben und May Parker. Dr. Octavius sitzt im Knast. Aber er kennt unser Geheimnis. Was wahrscheinlich nicht so gut ist. 3 Monate später. Also? Hi, Mary Jane Watson, Mitherausgeberin. Glückwunsch. Danke. Ich wusste, du schaffst das. Was ist mit dir? Was gefunden? Oh, nein, aber... Ich bin gleich bei Ihnen. Danke. Mhm. Ich dachte, ich sollte vielleicht den Beruf wechseln. Hm? Ja, ich glaube, ich möchte Koch werden. Tut mir leid, es ist... Du bist Wissenschaftler. Ein guter. Mein letztes Projekt brachte einen Monster-Oktopus hervor, der fast die Stadt vernichtet hätte, also... Ja. Ich meine, du machst ein tolles Hähnchencurry. Oh ja, an den Knödeln arbeite ich noch. Gehst du campen? Oh, meine neue Wohnung ist erst in einer Woche fertig, also werde ich erstmal bei Miles übernachten. Oh. Weißt du, du kannst jederzeit bei mir wohnen. Nur wenn du willst. Nein, ich meine ja, ich meine, nein, ich will nicht, das heißt, ich würde wollen, aber nur wenn du es willst. Ich habe es immer gewollt.
Ich auch. Küsst euch endlich. Na, geht doch. Und das war Spider-Man Remastered auf dem PC mit einem PS5-Controller. Ich hatte in ein paar Folgen Probleme, was den Sound betrifft, weil ich dann über den PS5-Controller meine Stimme aufgenommen habe. Aber das ist egal. Fazit zum Spiel. Packende Story, eigentlich geile Nebenmission und ich bin gespannt, wie viel Prozent wir von der Hauptstory abgeschlossen haben. Ich denke mal, da gibt es noch die ein oder andere Herausforderung bzw. das ein oder andere Lager, was wir auseinandernehmen können. Dann haben wir, glaube ich, auch noch drei DLCs, die wir spielen werden. Da muss ich natürlich schauen, wie ich dazu komme mit dem Aufnehmen, wann es dann passt. Denn es läuft ja noch Hogwarts Legacy und The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und natürlich möchte ich, wenn wir die DLCs durch haben, möchte ich natürlich auch das Nachfolgespiel Spider-Man Miles Morales spielen. In dem Spiel spielen wir dann Miles, der ja auch von der Spinne gebissen wurde, haben wir ja gesehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, dieses Jahr erscheint kein Spider-Man 2 mehr, aber zumindest wurde Spider-Man 2 angekündigt. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ja, ich denke mal. Ich bin oder so, aber es liegt wohl daran, wie du sie fragst. Ich glaube, ich bin zu nervös. Und wir haben sogar noch eine Post-Edding-Szene. Okay. Hey, also, Pete? Ja. Ich muss mit dir über was sprechen, was ich meiner Mom nicht erzählen kann. Über was denn? Tja, bei mir passiert irgendwas. Ich habe Superkräfte. Also, körperlich. Oh. Oh. Ja, du bist jetzt in dem Alter, in dem dein Körper sich verändert und es gibt da gewisse, Bereiche. Nein, nicht das. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es dir zeige. Ja, genau. Nein, bitte tu's nicht! Ganz schön schräg, was? Wie man's nimmt. Sehr geil. Okay, wir schauen mal, wie viel Prozent wir abgeschlossen haben von der Hauptstory. Wir sollten ja eigentlich theoretisch gesehen weiterspielen können. Oh, Norman Osborn. Und Harry. Die Frage ist, wird Harry zurückkommen? Was hast du noch da, Norman? Und arbeitest du an einem Gegenmittel für Harry? Ist Harry vielleicht auch krank? Oh nein, nein, nein. Der grüne Kobold, oder? Wir waren dicht dran. Nee. Das ist Harry. Ich mache weiter. Ich finde ein Heilmittel. Also ist Harry doch krank. Das werde ich. Oh mein Gott. Ich liebe dich, Sohn. Ja, das ist Harry. Was ist das für ein schwarzes Zeug, was da drin ist? Das sah ja fast aus wie das von Venom, oder? Okay. Sehr gut. Abgeschlossen. Wunderbar. Glückwunsch, du hast die Hauptstory durchgespielt, aber das Abenteuer geht weiter. Du kannst jetzt in Forschungsstation die Tageszeit ändern. Du kannst ein neues Abenteuer mit dem ultimativen Schwierigkeitsgrad oder ein neues Spiel Plus anfangen. Viel Glück, Held. Okay, Anti-Ock-Anzug haben wir freigeschaltet. Dann schauen wir doch gleich mal schauen hier.
Welcher ist denn das? Das müsste, also der ist auf jeden Fall freigeschaltet. Und dann Anti-Ock-Anzug. Ne, das ist der Tarnanzug. Hier haben wir noch eine Fähigkeit freigeschaltet. Und da haben wir noch was freigeschaltet. Mission zurzeit nichts verfügbar. Sammlung. Benchmark, Figuren, Movement, DLC. Also Hauptstory haben wir 89% abgeschlossen. Dann gibt es noch hier die Raubüberfall. Raubüberfall DLC, Revierkämpfe DLC und Silver Lining. So, die Stadt, die niemals schläft, Episode 1, der Raubüberfall. Aber ja, fehlt halt noch ein bisschen was, ne? Wir haben halt hier noch diese Sable-Außenposten. Wir haben, so nochmal, die Labore könnten wir jetzt fast fertig haben. Wir haben hier sogar noch eine Nebenmission, zu der wir gehen können. Dann haben wir hier noch diese Strafgefangenenlager. Also ich würde sagen, die Fisk-Verstecke und die Strafgefangenenlager machen wir auf jeden Fall noch. Und vielleicht sogar diese Sable-Außenposten. Bei den Tauben bin ich mir nicht ganz so richtig, also bin ich so richtig sicher, ob wir die machen. Dämonenlager haben wir hier noch. Außenposten, Dämonenlager, da ist noch ein Täubchen. Wir haben ja aber noch ein paar Nebenmissionen. Okay, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier hinten auf dem höchsten Gebäude. Und ich würde sagen, wir machen im nächsten Part die Nebenmission. Und wenn uns so ein Außenposten in die Hand fällt, dann machen wir das auch. Und hier ist noch das Raft. Das können wir auf jeden Fall noch fotografieren. Das muss ich auch noch machen. Okay. Anti-Ock-Anzug freigeschaltet. Ist der vielleicht jetzt erst freigeschaltet worden? Jetzt sogar. Neuer Anzug verfügbar. Ist das der? Dunkler Anzug. Sieht natürlich auch cool aus. Aber das ist, glaube ich, nicht der, der freigeschaltet wurde. Und vor allen Dingen, wir können jetzt auch nackig gehen. Schließe alle Hauptmissionen und Nebenquests ab und erreiche den Direktabschluss in alle Distrikten, um diesen Anzug freizuschalten. Achso, alles klar. Gut, dann da eine Mission. Warte mal, wo haben wir das Raft? Das ist das dort hinten. Das muss ich auf jeden Fall auch noch fotografieren. Die Frage ist natürlich, wie komme ich bis dahin? Okay, warte mal, wir können trotzdem nochmal hier reingucken. Nee. Da ist nichts Neues dazu. Gut, dann verabschiede ich mich erstmal. Wir machen ein paar Nebenquests. Vielleicht fotografieren wir als nächstes auch das Raft da hinten. Das fehlt uns nämlich noch als Sehenswürdigkeit. Ich glaube, die anderen Sehenswürdigkeiten hatten wir alle fotografiert. Da sollten wir eigentlich keins mehr haben dann. Ja, das werden wir machen. Vielleicht gehen wir auch erst zum Raft. Ist jetzt nicht so weit weg. Und vielleicht das Versteck und da hinten die Nebenquests. Müssen wir mal schauen, ob wir überhaupt da hinkommen, um das zu fotografieren. Natürlich jetzt noch ein bisschen weiter weg, ne? 2000 Meter. Aber das alles im nächsten Part. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Sage viel Spaß. Habt einen schönen Tag. Euer Basti. Tschüssi.